Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich stille gerade und ich habe heute einen Kieferorthopäden-Termin und ich dachte einfach, ich nehme euch wieder mit. Heute entscheidet sich nämlich, wann genau meine Spange rauskommt, meine Zahnspange. Also, letztes Mal haben sie gesagt, wenn das nächste Mal gut aussieht, kommt sie beim übernächsten Termin raus. Jetzt haben wir also den Termin, wo sich das entscheidet und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt und dachte, ich nehme euch einfach nochmal mit, so wie beim letzten Mal. Und dann seid ihr direkt auf dem neuesten Stand, weil ich ja doch schon ganz schön viele Nachrichten bekomme, immer über meine Zahnspange und wann sie denn endlich rauskommt. Ich trage sie jetzt seit 3,5 Jahren, also es wird auf jeden Fall Zeit, dass sie rauskommt. Sie war auf jeden Fall nötig, also ich hatte wirklich einen, ja, sehr, sehr schlechten Kiefer oder sehr, sehr schlechte Zahnstellung vererbt leider. Und genau, das heißt, wir freuen uns jetzt, wenn die endlich rauskommt. Ich werde sie auch extrem vermissen, glaube ich, weil sie irgendwie zu mir gehört nach 3,5 Jahren. Aber ich bin auch froh, wenn sie endlich rauskommt. Ich muss mit der Kleinen leider alleine dahin. Ich bin wirklich gespannt, wie sie sich macht oder ob sie da im Wartezimmer die ganze Zeit rumschreit oder so. Ich bin wirklich sehr gespannt. Wie gesagt, stillen wir gerade. Und die letzten 2 Tage sind wirklich total anstrengend mit ihr, weil sie ja eigentlich dauerhaft gestillt werden möchte, aber eigentlich nicht wirklich trinkt. Und ja, ich habe schon gesagt, ich habe irgendwie zu wenig Milch, wollte schon mit Pränahrung anfangen und so, aber wir kämpfen hier für Stillen, ne Mausi? Und jetzt schläft sie auch schon wieder fast. Frisch umgezogen war sie. Super süßer Body hier. Seht ihr gar nicht? Da. Strampler meine ich. Super süßer Strampler. Aber sie hat sich gerade von oben bis unten voll gekotzt. Ich auch und mein Vater wurde auch noch voll gespuckt. Sie hat sogar ihr Bein voll gespuckt. Wie schafft sie das? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall braucht sie gleich unbedingt einen neuen Body und einen neuen Strampler. Das habe ich alles schon runtergeholt und zurechtgelegt. Und das werden wir dann gleich noch schnell anziehen. Und dann muss ich unbedingt noch frühstücken. Wir haben es jetzt 10:30 und um 13 Uhr habe ich den Termin. Das heißt, ich muss ungefähr so 10:30 hier los. Und dann frühstücken wir gleich noch schnell. Und dann, genau, müssen wir nachher noch einkaufen. Wir brauchen Hundefutter unbedingt. Und die Pfandflaschen muss ich wegbringen. Und dann noch so ein bisschen was fürs Mittagessen heute einkaufen. So, Baby sitzt. Gucken. Alles gut. Nur die Flaschen mitnehmen und unseren Goodie Zap, weil der Weg vom Parkplatz zum Kieferorthopäde ist ziemlich weit und dementsprechend nehmen wir den mit. Brauchen wir den Kindern jetzt nicht so lange tragen. Hier habe ich noch unseren Jules drin. So, ein bisschen gestapelt. Passt schon. So, die Tüte muss hinten hin. Hier haben wir nämlich auch schon alles voll mit Flaschen. Und diese große muss dann auf den Beifahrer. Also so viele Flaschen auf einmal habe ich wirklich noch nie mitgenommen. Oh. Ups. So, aber wir haben alles dabei. Oh, Auto möchte tanken. Aber bis dahin schaffen wir das auf jeden Fall noch. Genau, Rückwärtsgang. Sehe ich hier nichts so. Der Häcksler steht immer noch da. So, ich bin da. Hab direkt bei Kaufland geparkt. Dann kann ich direkt nämlich gleich auf dem, wenn ich wieder da bin, die Flaschen wegbringen. Wir haben es jetzt 6:56. Das heißt, ich muss mich jetzt wirklich noch beeilen. Ganz schnell loshuschen und dann berichte ich euch auf jeden Fall, was dabei rumkommt. So, ich bin jetzt einkaufen. Schon relativ viel gekauft. Jetzt brauche ich noch was fürs Auto zum Trinken und dann noch Aufschnitt. So, meine Lieben, ich bin wieder da. Habe alles eingeräumt. Hinten seht ihr sogar die Tüte da. Mein Kofferraum ist proppevoll. 2 Kinderwagen, Einkauf, also mehr geht nicht. So, wir fahren jetzt noch schnell zu Famila, weil die leider
etwas nicht hatten, was wir brauchen heute fürs Mittagessen. Auto an, los geht's. Stimmt, Kieferorthopäde, ich vergesse es total. Aber müssen wir noch unbedingt tanken, sonst bleiben wir gleich stehen, Leute. Kieferorthopäde. Und zwar habe ich Mitte Mai jetzt einen Termin zum Rausnehmen meiner Zahnspange. Mega, mega geil. Ich habe mich voll gefreut da. ja, es sieht alles gut aus. Sie kann nicht mehr machen mit meinen Zähnen. Also es ist alles top. Und sie kommt in 4 Wochen raus. Ich bin total begeistert. Und ich freue mich mega. Ich habe auch mega Angst, weil ja, das Rausnehmen dauert 2 Stunden. Und ich hoffe erstens, dass die Kleine gut mitmacht. Und zweitens, dass es nicht so weh tut. Also das Reinsetzen war schon Horror, wirklich. Es war so schlimm. Aber ich hoffe, dass es Rausnehmen nicht so doll weh tut. Ich bin sehr gespannt. Jetzt fahren wir, wie gesagt, nochmal kurz das Einkaufen, was noch fehlt, fürs Mittagessen. Und dann muss ich auch mal langsam kochen, weil wir haben ja noch gar kein Mittag gegessen, weil ich ja noch das eine kaufen muss. So, meine Lieben, ich weiß noch, bei Kaufland, da habe ich endlich das bekommen, bei Kaufland, bei Famila war ich. Da habe ich das bekommen, was wir noch brauchen. Das heißt, wir können gleich Mittagessen. Und jetzt fahre ich hier tanken. Bin jetzt hier auch schon da bei der Shell. Kostet 52. Hackt es bei denen? So, wir haben getankt. Wir hatten gerade die Polizei neben uns an der Tankstelle. Das ist ein ganz komisches Gefühl, oder? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch dann auch immer so beobachtet fühlt. Das Problem ist halt, dass ich immer so jung aussehe und die meisten Polizisten mir einfach nicht glauben, dass ich schon Auto fahren darf. Hatte ich schon so oft, dass ich mich immer nach dem Ausweis frage und nach dem Führerschein, der gesagt. Total komisch und ganz komisches Gefühl war das. Aber ganz nett, die zwei Damen. Sehr, sehr nett. Jetzt gehen wir schon Hundefutter kaufen. Ich bin jetzt hier bei Futterhaus, da gibt es unser Hundefutter. Und dann muss eigentlich meine Mutter auch jetzt gleich hierher kommen. Wir haben gesagt, wir treffen uns einfach hier. Dann brauchst du nicht mit dem Bus nach Hause fahren, sondern ich nehme sie einfach mit, wenn ich sowieso schon hier bin. Ich bin mal so nett. Und so, meine Lieben, ich bin jetzt noch auf dem Weg zur Packstation, weil unser Postbote hat was in die Packstation gelegt. Ich habe ja so eine Karte bekommen von DHL. Kennt ihr, glaube ich, wahrscheinlich. Und das Paket hole ich jetzt ab. Wir haben es 20 vor 9. Ich habe die Kleine mit dabei, weil zu Hause keiner aufpassen kann. Und genau, die Kleine schläft aber eigentlich. Also eben war sie noch wach, aber ich denke, sie schläft jetzt jeden Moment ein. Sie ist auch schon im Schlafanzug und alles, weil ich sie schon fertig gemacht habe. Und die holen wir jetzt, oder das Paket holen wir jetzt hier ab. Abholen. Nachtigungskarte. Meine Güte. Code einscannen. So, meine Lieben, ich wollte jetzt kurz einmal nochmal was zeigen. So einen kleinen Baby-Haul. Genau, ich habe mal wieder ein paar Shops für euch, die ich euch zeigen wollte. Einmal geht es um einen Online-Shop mit richtig, richtig süßer Babykleidung. Und zwar heißt der Shop Pad & Pad. So sieht es aus. Und ich war einfach so überzeugt oder so verliebt in diese Jacke. Ich musste sie einfach haben. Und so sieht die so von hinten aus. Seht ihr, so ein mega, mega süßer Hase sozusagen. So, nachher trägt das Baby die Jacke dann. So sieht die von vorne aus. Hier noch so zwei Bäumchen drin. Genau, das sind so die Knöpfe hier. So. Und dann sieht die eben so aus, die Jacke. Innen ist sie so rosa. Und dann halt, wie gesagt, diese mega, mega süßen Ohren. Die ist jetzt in der Größe 6 Monate, also ungefähr so ja, 68, 74 ungefähr. Und ja, ich liebe einfach diesen Anblick. Dann war ich so verliebt in diese Jacke, dass ich sie auch nochmal in Größe 80 gekauft habe. Also einmal die gleiche Jacke nochmal, nur in Größe 80, damit wir sie wirklich, wirklich lange benutzen können. Dann habe ich auch was mega, mega Süßes entdeckt auf deren Seite. Und zwar dieses süße Kleid hier. Das ist auch schon in Größe 92. 86, 92. Und ich fand das so süß mit diesem Reh hier drauf und dann noch mit dieser Blume hier. Mega schön.
Und dieses, ja, dieses Tüll ist natürlich auch mega, mega süß da unten. Genau. Finde ich auch super, super süß. Wie gesagt, auch ein 92. Die haben eher so Sachen für größere Kinder, beziehungsweise halt so Kinder und keine Babys mehr. Und deswegen habe ich sehr, sehr viel in größeren Größen schon bestellt. Aber man kann an diesen Sachen auch einfach nicht vorbeigehen, oder Leute? Ich habe hier noch dieses so wunderschöne Kleid mitgenommen. Das ist auch mit so Rehen drauf. Hier oben so in weiß mit so kleinen, wie nennt man das? Pflanzen drauf. Und das ist in Größe auch in 92. Mit so grünen Tüll unten. Finde ich auch mega, mega niedlich. Kann ich mir so gut vorstellen. Und ja, musste auch einfach mit. Ja, dann habe ich noch ein Set für den Felix mitgenommen. Das besteht einmal aus diesem Pullover hier. Super, super niedlich. Genau, Daddy is my Hero. Das ist in Größe 80. Und dazu dann noch ein Haarband in diesem Design. Und eine passende Hose in dem Design hier noch passend dazu. Und das finde ich auch super, super niedlich. Und ja, musste natürlich mit allein wegen dem Spruch. Ich verlinke euch übrigens jedes Teil von PetPet in der Infobox und ihr könnt sogar noch ein bisschen was sparen, wenn ihr einkauft. Ich habe da einen Rabattcode für euch, den schreibe ich auch einfach mal unten in die Infobox mit rein und dann könnt ihr da auch fleißig shoppen gehen. Zu Pet und Pet zu sagen ist, der Versand ist super schnell, also mega, mega cool. Ich glaube, innerhalb von 2 Tagen waren die Sachen da und ja, also super toller aufgebauter Shop, man findet alles direkt und ja, ich war wirklich sehr begeistert von der Bestellung und auch der Versand. Das ist bei mir, also mir ist es sehr, sehr, sehr wichtig, ja, wie lange die Sachen brauchen, bis sie denn da sind, weil man möchte die Sachen natürlich dann auch irgendwann haben. Und das ist bei PetPet wirklich sehr, sehr cool. Ja, was ich noch richtig cool fand, voll in Hasenfeeling hier, ist dieser süße Overall hier. Der ist jetzt in Größe 62-68, genau, etwas kleiner und sieht so von vorne aus, ist einfach so ein, ja, so ein kleiner Overall und der ist innen so weiß und hat dann eben hier diese super coolen Ohren, so wie die Jacke, also einfach mega, mega süß finde ich den. Ja, dann habe ich noch diesen Overall hier entdeckt, an den konnte ich auch einfach nicht vorbeigehen. Ich finde dieses Altrosa hier total schön mit diesen Knöpfen, passt total gut und hier haben wir noch so eine Tasche, gar keine Tasche, fallen die Sachen raus. Na, auf jeden Fall ist hier so ein Fuchs aufgenäht. Unten haben wir auch eine Knopfleiste, finde ich auch mega praktisch. Und auch der hat wieder Hasenohren hinten dran. Dann habe ich noch ein Set gefunden, was ich auch total niedlich fand. Das ist auch in Größe 92. Einmal ein Body mit einem Elefant. I love my dad. Auch mega süß und muss natürlich auch wegen dem Spruch mit und wegen diesem Elefant. Ich finde das so niedlich, auch mit diesem Gold und so, passt total gut. Also einmal hier der Body und dazu passt noch so ein kleines Röckchen hier. Das ist in so einem Dunkelrot, Bordeaux-Rot würde ich eher sagen. Der mit so einer kleinen Schleife. Und kann ich mir auch total gut vorstellen im Sommer, wenn sie die Größe dann im Sommer trägt. So mit diesem Röckchen fand ich auch sehr, sehr niedlich. Dann habe ich noch ein Set mitgenommen, was ich eigentlich von Next kenne. Und zwar einmal diese Hose hier mit diesen Elefanten. Hier ist noch so eine Tasche dran. Einmal diese Hose mit den Elefanten. Das Set ist in Größe. Wo steht das denn hier? Muss gleich mal auf den Pullover gucken. Also einmal diese Hose mit den Elefanten. Hier seht ihr einmal den Elefanten nochmal. Auch mega, mega niedlich. Und dann steht hier gar nicht die Größe drin. Ich schätze, vielleicht steht es hier. Also ich schätze es mal auf so eine, ja, 86 oder so, 80, 86 wird das sein. Dieser Pullover dazu. Und genau, hier ist eben so ein aufgenähter Elefant. Der gleiche wie bei der Hose so. Genau, fand ich auch super niedlich. Kenne ich, wie gesagt, eigentlich von Next, dieses Set. Next hat eigentlich diese Elefanten, aber ja, finde ich trotzdem super, super niedlich. Ich konnte an diesem Overall einfach nicht vorbeigehen. Ich musste ihn nochmal haben. Der ist jetzt in Größe 74, genau. Also einmal in 62, 68 und dann noch in 74 haben wir den. Genau, weil er einfach so süß ist. Einmal nochmal der gleiche Overall mit den Hasenohren, damit wir ihn ganz, ganz lange tragen können.
Ja, das war jetzt Pet. Dann habe ich jetzt noch 3, 4 andere Sachen für euch. Die zeige ich euch gleich. Aber wie gesagt, verlinke ich euch alles in der Infobox zu jedes Teil und den Rabattcode natürlich auch. Wie gesagt, ich finde den Online-Shop total klasse. Der Versand ist wirklich top und ja, die Qualität ist bis jetzt auch mega. Also ich habe noch nichts auszusetzen an der Qualität der Dinge, aber das werden wir nach dem Waschen und nach dem Tragen sehen. Ich werde euch auf jeden Fall auch mal einiges davon auf Instagram zeigen und vielleicht seht ihr auch das eine oder andere mal im Vlog und vielleicht erwähne ich ja auch mal, wie uns das so gefallen hat. Jetzt kommen wir zu einem mega, mega tollen Instagram-Shop und ich bin so begeistert, Leute. Ihr könnt es gar nicht glauben. Und so haben wir einmal so eine Jacke hier, so eine, ja, süße kleine Jacke bestellt. So sieht die von außen aus. Hier drin so einen richtig schönen Frühlingsstoff. Der ist auch mega, mega weich. Also der ist unglaublich schön und weich. Und hier haben wir noch so eine kleine Leiste. Wie nennt man das? Ach, mir fällt es gleich ein. Wenn ich das Video schneide, fällt es mir ein, wie das heißt. Spitze. Spitze. So eine kleine Spitze hier. Und genau, einmal innen ist also komplett dieser Stoff hier. Und dann haben wir auf der Rückseite, mega, mega süß, passt auf, ist das nicht ultra cute? Oh mein Gott, so eine aufgenähte kleine Maus hier mit so einer Schleife sogar noch. Und die ist auch ganz, ganz weich. Die ist in so einem, wie nennt man das, so ein ganz Niki-Stoff, genau, aus so einem Niki-Stoff. Oh, ich finde die so goldig. Mega, mega schön. Da freue ich mich auch schon richtig, wenn die kleine Maus die tragen kann. Die ist jetzt ungefähr so in 74, würde ich sagen. Und dann haben wir auch aus dem Shop bestellt. Verlinke ich euch übrigens auch natürlich in der Infobox. Diesen wunderschönen Strampler hier. Und der ist in Größe 62, 68 würde ich jetzt schätzen. Was steht drin? 62 steht drin, genau. Ja, ein super süßer Strampler. Hier mit ihrem Namen. So auf so Leder raufgedrückt. Dann wieder das Mäuschen. Auch raufgedruckt. Und dann hier mit so ganz kleinen Details. Hier so dieses Sternchen und dann hier oben noch diese Pusteblume. Und dieses kleine Herz hier unten. Ich finde das so mega, mega süß. Ist das nicht unglaublich niedlich? Und auch das mit dem Mint passt so gut. Also ich bin echt mega, mega überzeugt. Hier auch mit einem passenden Pullover drunter. Auch mega. Also ich bin echt einfach nur geflasht. Also wie man sowas handgemacht selber machen kann, ich weiß es einfach nicht. Ja. Aber da freuen wir uns auch schon riesig drauf. Der kommt jetzt auch bald in die Wäsche, weil allzu lange wird es ja nicht mehr dauern, bis die kleine Mausi da reinpasst. Und ich glaube, ich werde richtig traurig sein, wenn der nicht mehr passt. Der ist einfach so mega niedlich. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Sie macht wunderschöne Dinge. Dann haben wir noch einen anderen Strampler von einem anderen Shop. Und zwar dieser hier. So ein Handmade-Shop ist das. Mit so einem Engelchen oder so einem Feenstoff. Einmal der Strampler und passend dazu noch ein Halstuch. Halstücher sind bei uns sowieso gerade ganz, ganz oben im Kurs. Und dann habe ich noch eine Jacke für euch, eine Walljacke. Ich liebe diese Dinger. Ich finde die so schön. Genau, und die ist eben aus so Walkstoff in Grau. Und außen in, oder hier jetzt, dieses Bündchen ist in so Altrosa. Genau. Passend dazu haben wir natürlich noch ein Halstuch aus Muselin. Und dieses Halstuch auch hier mit dem Logo so drauf. Und eben so eine kleine Zipfelmütze hier in aus Muselin. Und hier haben wir so eine süße Holzknöpfe. Und innen ist sie eben auch komplett in Muselin. Und dann eben hier noch diese Holzknöpfe. Und ich finde die auch einfach so mega süß. Kann mir das auch schon richtig gut vorstellen, wenn meine kleine Maus drin rumläuft. Ja, meine Lieben, ich verlinke euch alle Shops in der Infobox und das wollte ich euch heute einfach nochmal gezeigt haben. Und dann wünsche ich euch einfach einen ganz, ganz tollen Tag. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!